Hallo und herzlich willkommen zu dieser 45 Kilometer langen Rundtour im Grenzgebiet zwischen Sauerland und Ruhrgebiet. Hier die Karte eingeblendet, hat sogar ein eigenes Logo. Ja, und jetzt erzähle ich mal was noch vorab. Hallo, liebe Fahrradkanalfreunde, es ist heute der 31. März und es ist jetzt so, ja, fast genau 12 Uhr. Eigentlich wollte ich schon eine Stunde früher los, mindestens, aber leider hat sich hier in Iserlohn, wo mein Startpunkt ist, das Ganze doch ein bisschen verzögert, da hier es doch ein bisschen schwierig ist, einen Parkplatz zu finden. In der Regel ist dort unten im Zentrum, in der Nähe vom Bahnhof, wo die ehemalige Bahntrasse Richtung HEMA verläuft, dort unten sehr schwierig, einen Parkplatz zu finden, der länger als 3 Stunden Parkdauer ist, für länger als 3 Stunden Parkdauer geeignet wäre. Mir geht es dabei gar nicht um das Bezahlen, sondern ich brauche nämlich ein bisschen länger, denke ich mal, als 3 Stunden. Wenn ich jetzt losfahre, werde ich wohl ein bisschen länger mit Pausen unterwegs sein. Schade. Das vielleicht mal so als kleine Kritik an die Stadt Iserlohn. Aber gut, hier am Stadttheater ist das, glaube ich, habe ich jetzt einen Wanderparkplatz gefunden. Und ja, hier kann man parken unbegrenzt. Und von hier aus werde ich jetzt starten. Ist natürlich nicht ganz so toll, weil ich später auf der Rücktour dann wieder den Berg hoch muss. Aber okay, das werden wir dann ja gleich noch sehen. Okay, ich werde jetzt erstmal mit meinem Bike hier starten und ich hoffe, ihr begleitet mich wieder auf meiner Tour. Ja, das war ein bisschen Kritik vorab auf dem Parkplatz. Ja, ich bin da wirklich ein bisschen rumgekurvt, bis ich dann mal doch einen geeigneten Parkplatz gefunden habe. Ihr seht hier noch so rechts und links die Schilder parken hier auf den Seitenstreifen. Überall die Schilder, nur mit begrenzter Parkdauer. Gut, wer nur mal kurz in die Stadt möchte, da mag das ja alles mit Parkscheibe okay sein. Aber wenn man denn doch mal hier in der Nähe von der Bahntrasse, vor allen Dingen hier in der Nähe am Bahnhof parken möchte und von hier starten möchte, ist es ein bisschen schwierig. Ja, ihr seht hier eingeblendet die Karte, wo der Startpunkt sich befindet, wo ich gerade bin. Und drumherum habe ich mal so die ganzen P's eingezeichnet, P wie Paula. Hier übrigens noch ein Schild, eine Infotafel von der ehemaligen Bahntrasse etc. pp. Kann man da noch ein bisschen was nachlesen. Also wie gesagt, ich fand es nicht so ganz so schön und so angenehm prickelnd. Weil ich doch die Bahntrasse hier von Anbeginn starten und befahren wollte, was sich ja auch lohnt. Man sieht ja hier die Aufnahmen, es ist eigentlich eine sehr schöne Trasse, die auch sehr abwechslungsreich ist. Seht ihr ja hier, Brückchen, übrigens hier rechts ist auch ein historisches Fabrikgebäude. Man sieht hier auch die Felsen, durch die man sich hier gewühlt hat, gebaggert hat, um die Trasse zu realisieren. Also sehr schön. Ja, hier links noch eine Kirche. Fragt mich jetzt nicht, wie sie heißt. Ich denke, die Einheimischen werden es wissen. Sah jedenfalls sehr schön aus von der Trasse aus. Kann man sich sicher auch mal von nahem anschauen. Ja, was ich hier noch zu sagen habe, ihr seht es ja, sind sehr viele ehemalige Bahnübergänge. Also sprich, es queren hier sehr viele Straßen die Trasse. Hier die nächste Querung. Hier schon wieder die nächste, also auf dem Teilstück hier von
dem Startpunkt, wo ich gestartet bin, auf der Trasse Nähe vom Bahnhof, bis dann hierhin, wo das dann endet, fand ich doch sehr viele Querungen. Ja, und hier vor dem Gewerbegebiet Kalle, also mit C geschrieben, C-A-L-L-E, ja, geht's dann ab über die Straße. Das ist dann hier die Schlesische Straße. Von dort aus geht's dann in Richtung Süden, beziehungsweise Norden. Wo dann auch die Autobahn entlang geht, ja. Mein erstes kleines Etappenziel ist dann hier der Seilersee. Der kommt dann auch gleich ins Sichtfeld und ja, das ist wohl der Haussee von Iserlohn. Aber da erzähle ich mal live was zu. Ja, hallo liebe Fahrradkanalfreunde, das hier, wie ihr sehen könnt, das ist quasi der Haussee von Iserlohn. Ja, recht nett, wenn denn da nicht die Autobahn A46 da hinten im Hintergrund wäre, wäre das sicher ein sehr schönes, lauschiges Plätzchen. Okay, weiter geht's. Ja, das war mal ein kleiner Kommentar kurz vor beziehungsweise vor Ort. Ja, ich fand jetzt die Autobahn im Hintergrund, wenn man so den Blick über den See hat schweifen lassen, nicht ganz so toll. Ja, dann geht es hier weiter. Das ist wohl hier dann der Kallerbach, so heißt das. Wie gesagt, wie das gleichnamige Industriegebiet, beziehungsweise ich denke mal, das Industriegebiet ist nach diesem Kallerbach eher benannt worden. Und außerdem geht es, wie gesagt, immer entlang hier an der Bundesstraße 233. Ihr hört es ja gerade. Da sind schon doch ab und zu recht große LKWs unterwegs. Okay, an diesem letzten Märztag war es dann da doch relativ ruhig und ja, ich fand es eigentlich noch erträglich. Ja, man fährt da schätzungsweise, ich habe es mal gerade grob geschätzt hier, weil ich parallel die Komoot-Karte von meiner Tour eingeblendet habe, beziehungsweise auf dem Rechner sehe, wenn ich das hier kommentiere. Das sind dann doch so auch so 3-3,5 Kilometer, die man da verschmerzen muss und neben der Bundesstraße. Ja, jetzt sind wir hier in diesem ehemaligen historischen Fabrikgelände. Ja, diese historische Fabrikanlage heißt Maste-Barendorf. Und ich lese euch da mal ein bisschen was zu vor. Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung der Landes bleiben die Museen leider bis auf weiteres geschlossen. Okay, das könnt ihr euch ja sicher selber denken. Der Lageplan der historischen Fabrikanlage Dorf und Fabrik Natur und Industrie. Scheinbare Gegensätze verbinden sich in Barendorf, dem industriekulturellen Denkmal im Norden Iserlohns, wo im 19. Jahrhundert Messing gegossen und Draht gezogen wurde, erstreckt sich heute ein Künstler- und Museumsdorf mit zahlreichen Kulturveranstaltungen im Wechsel der Jahreszeiten, Gastronomie und einem Standesamt, wie ihr hier auf dem Schild sehen könnt und lesen könnt.
Ja, so ein bisschen zur Historie. Was steht hier geschrieben? 1822 entstand hier ein erstes Messingwalzwerk. Jahre später, gefolgt von einer Drahtzieherei, einer Eisengießerei und diverse Schmiedewerkstätten. Was heute aussieht wie ein bauliches Fachwerkdorf, war also in Wirklichkeit eine strategisch geplante Werksgründung. Johannes Dunker und Franz Maste, die Gründer der Fabrikanlage, nutzten das Wasser des Barbachs zum Antrieb von 4 Wasserrädern, um die wachsende Anzahl von Fabrikationsstätten mit Energie zu versorgen. In Barendorf hergestellte Erzeugnisse, darunter Haushaltsgegenstände wie Bügeleisen, Kaffeemühlen, Taschenmesser sowie diverse Werkzeuge, wurden international verkauft. 1981 übernahm die Stadt Iserlohn das mittlerweile baufällig gewordene Gebäudeensemble und restaurierte es für eine museale Nutzung. Ein dichtes Jahresprogramm und attraktive Künstlerateliers machen aus dem einzigen Industriedorf eine überregionale, regional bekannte Kulturstandort. Ja, hier denke ich mal, ist auch der Barbach oder Barendorfer Bach, an dem ich da entlang gerade bin. Okay, diese zwei Damen haben die Kurve ein bisschen scharf genommen. Und auch solche Begegnungen, die sind mir nicht ganz so recht eigentlich. Aber gleich mal wieder etwas live. Jetzt sind wir hier an der Korn- oder Schnapslädchen, beziehungsweise an der an dem Gut Lenninghausen, und die brennen noch richtig. Ja, Korn, Gin, Liköre, Obstler, Brennerei Binnenberg. Brennerei Binnenberg D seit 1858. Ja, sogar Ferienwohnung mit Ruhrblick gibt's. Ja, da unten Lenninghauser Weg 3a. Da ist der Verkauf ausgewiesen. Ja. Ja, und das ist jetzt der Innenhof. Ja, was kann man dazu noch sagen? Also die Produkte auf dem zum Gut gehörenden 110 Hektar Land reifen noch immer Frucht und Korn für ganz besondere Schnäpse und Liköre, die nach alten Rezepten in einer kleinen Manufaktur hergestellt und von Hand abgefüllt werden. Neben dem für die Landwirtschaft zwischen Westfalen und Sauerland typischen Korn und Doppelkorn gehören vor allem Fruchtliköre aus heimischen Wild- und Kulturobst oder gehaltvollen Kräuterlikören zu den Spezialitäten des Hauses. In jüngerer Zeit entstanden aber auch durchaus zeitgemäße Köstlichkeiten. Ja, ein Besuch lohnt sich im werktäglich geöffneten Schnapslähnchen, wenn nicht gerade Corona ist. Auf dem Hof können die Erzeugnisse verköstet und gekauft werden. Aus technischen Gründen können unsere Produkte vor Ort nur bar bezahlt werden. Eine Besichtigung der historischen Brennerei mit einer der letzten Dampfmaschinen Westfalens, ihrer alten Getreidemühlen und den traditionellen Destillationsapparaten ist auf Anfrage ebenso möglich wie eine Verkostung der Hausschnäpse. Ja, das wie gesagt zu der historischen Brennerei Bimberg. Und jetzt bin ich hier schon weiter unterwegs. Es ging hier vorbei an dem Campingplatz, der in der Nähe unten an der Ruhr ist. Ja, hier steht Campingplatz Kampmeier und Campingplatz am Aberbach. Auf jeden Fall ging es über die Ruhr. Ja, hier links seht ihr noch, darum habe ich die Aufnahme drin gelassen, noch so ein paar typische Kopfweiden, finde ich. Ja, und hier treffen wir jetzt auf den Ruhrtalradweg. Ja, der Ruhrtalradweg, den
ja, den ich stellenweise eigentlich nicht ganz wirklich so toll finde. Weil all dieweil es hier auch immer wieder Abschnitte gibt, wie hier an der B233 und dann entlang an der B515. Hier übrigens rechts kann man abkürzen, wenn man wieder nach Iserlohn zurückfahren möchte, dann eben wie gesagt über die B233. Ja, und diese Kreuzung hier, die fand ich eigentlich auch ein bisschen prickelnd. Nicht ganz so toll, weil einige Radfahrer die doch auch abkürzen, wie man da im Hintergrund hinter der Stange sieht. Die hatte ich nämlich zuvor überholt und die sind dann da auf der Straße quer einfach abgebogen. Okay, kann man natürlich machen, spricht ja nichts dagegen, wenn man sich an die Straßenverkehrsordnungsregeln hält. Okay, ich bin hier den offiziellen Ruhrtalradweg gefahren und der geht nun mal über die Ampeln. Ja, man hat da schon ein bisschen Zeitverlust. Ja, gut. Hier ist jetzt das Schulzentrum Holzenböspade, so heißt das glaube ich hier. Da musste ich dann so einen kleinen Schlenker machen, weil ich eigentlich jetzt von dem Radweg abgewichen bin, um zu dem Hönnetalradweg, der hier auch an der Bahnstation für mich beginnt, in Mendenböspade. Mendenböspade, da war der Bahnhof und ihr seht ja hier der Hönnetalradweg, sehr schön. Ja, das hier ist die eine ganz tolle Geschichte bezüglich, das ist die Schokoladenmanufaktur gewesen. Die kann ich euch wärmstens empfehlen. Die hat zumindest auch zu Corona-Zeiten offen gehabt im Zentrum von Menden hier. In der Fußgängerzone. Genauer gesagt in der Kirchstraße. Also kann ich euch wärmstens. Schönes Kirchlein. Genau. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Schöner Platz. Wärmstens empfehlen, ja. Und hier auch der Marktplatz in Menden. Ja, leider hatte ich nicht allzu viel Zeit, mir das Zentrum hier mit der Fußgängerzone anzuschauen. Aber ihr seht ja auch hier, bin ich dann auf einer Ausfallstraße nach außerorts gewesen, um dann wieder hier auf den Promenadenweg, hier Hönnetal Radweg neben der Hönne lang zu radeln. Ein paar historische, wahrscheinlich Reste einer ehemaligen Stadtmauer. Ja, es geht jetzt hier für mich ein bisschen tricky. Hier hätte ich jetzt rechts abgemusst. Genau, hier biege ich dann auch rechts ab. Unter der Eisenbahn und Bundesstraße 515 her. Um dann ja, Komoot leitet mich wie immer. Ja, wie gesagt, um hier weiter jetzt auf die ehemalige Bahntrasse zwischen Iserlohn und Menden zu gelangen. Die verläuft hier dann allerdings ein ganz schönes Stückchen parallel neben der B7, was natürlich jetzt vom Verkehr nicht ganz so prickelnd ist, aber zum Glück verläuft das hier ein bisschen flach, so dass die Autos und PKWs eigentlich nicht so sehr stark ihre Motoren aufdrehen müssen, so dass das also von der Geräuschkulisse hier ein bisschen erträglich ist. Ja, es gibt sogar eine Unterführung, die hat man hier tatsächlich dann doch noch verbaut gehabt auf dieser ehemaligen Bahntrasse, die hier neben der Straße verläuft. Wie gesagt, ich frage mich natürlich immer historisch, ah, hier ist diese Unterführung, die ist hier auch auf dem
hoher Länderachter als Kunst, Graffiti-Kunst ausgewiesen. Genau, als besondere Highlight-Punkt, den man sich angucken kann. Also ich stehe nicht so wirklich auf Graffiti-Geschichten. Also wer es mag, kann sich das ja genauer angucken. Ich habe da auch noch einen jungen Mann gesehen, der da gerade am Sprühen war. Ja, jetzt Gott sei Dank hier so bei, beziehungsweise östlich von Hema, biegt dann auch, zumindest ins Hema Zentrum, biegt dann die Bahntrasse wieder ab. Gott sei Dank von der B7. Und ich bin dann auch mal kurz abgebogen, weil ich dann mein mitgebrachtes Picknick vertilgen wollte. Und da habe ich doch so von der Bahntrasse aus ein schönes Plätzchen gesucht. Das war dann hier dieser Friedhof-Voreingang. Das Bereich hier, der so begrünte Fläche ist, Freifläche. Da habe ich mich dann einfach mal hingesetzt und mein leckeres Brötchen mit Fleischsalat gegessen. Ja, und jetzt bin ich auch schon wieder zurück auf der Bahntrasse, die hier, wie gesagt, dann ein größeres Stückchen auch durch Hema wirklich separat verläuft. Allerdings nur bis zum Zentrum von Hema. Und leider hat man sich die Schleife gespart. Von dem ehemaligen Verlauf der Bahntrasse ist dann leider nicht mehr viel übrig. Ja, man hat aber eine Alternative gesucht und gefunden, die dann durchaus auch geeignet ist, die dann ein wenig oberhalb von Hema, also im Grunde genommen nördlich von Hema, vorbeiführt. Ja, da waren einige Radler, die zusammen unterwegs waren. Ich dachte, die gehören dazu. Ja, hier ist dann schon der Parkplatz hier am Sportplatz. Westiger Kreuz heißt das hier. Also Sportplatz Westiger Kreuz, da gibt es dann den Parkplatz Dulo. Der dürfte sicher auch interessant sein, wenn man die Tour machen will im Rundkurs und sich das Stück, was ich jetzt wieder noch zurückradeln muss, über die ehemalige Bahntrasse, die durch Iserlohn führt, wo ich jetzt wieder hin auf dem Weg hier bin, hinter diesen Radlern hinterher, um da wieder drauf zu gelangen. Also wie gesagt, es fehlt hier ein gutes Stück zwischen Iserlohn Ost, kann man sagen, und Hema West. Da fehlt also eigentlich das Originalteilstück der Trasse. Ja, hier links nochmal dieses ehemalige historische Fabrikgebäude. Ja, und jetzt bin ich auch schon am Ende wieder hier kurz vor dem Hauptbahnhof in Iserlohn angekommen. Ich möchte mich jetzt auch mit diesen Bildern bei euch schon mal verabschieden. Lasst gerne ein Abo da oder auch Daumen hoch. Würde mich sehr drüber freuen. Und verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.